Ja, das ist doch gut gelaufen, während meine Abwesenheit gut gemacht. Noch ein Wodka, bitte. Ja. Hey, du. Hallo. Pass auf, der Typ, der verarscht dich nur, okay? Noch tut er so verliebt, aber hinter deinem Rücken vögelt er schon längst eine andere. Ja, und du guck bloß nicht so, ja? Vielleicht sogar deine beste Freundin. Oder deine Schwester. Noch ein Wodka. Tut mir leid, es gibt kein Wodka mehr. Sagt wer? Sagt er. Willst du es ausdiskutieren? Es ist noch ein bisschen früh, um sich hier die Kante zu geben, oder? Du, ich bin großes Mädchen. Ich weiß schon, wann ich wie viel vertrage. Ja, es kann sein, aber es geht trotzdem nicht, dass du hier die anderen Gäste blöd anmachst. Ich sag nur, wie es ist. Gut. Egal, worum es geht, es wird trotzdem nicht besser, wenn du dich besäufst. Du hast doch keine Ahnung, was los ist. Das kann gut sein, aber wenn du willst, kannst du es mir erzählen. Oh Gott, ey, das wird ja immer schlimmer hier. Komm, ich trinke woanders weiter. Giselle! Hey! Tore. Nee, ich bin's, Olli. Olli, was machst du denn hier? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Alles okay? Was tust du das hier? Weiß Caro davon? Klar. Ich hab ihr davon erzählt. Das interessiert sie nicht, weil sie meinen Verlobten gerade vögelt. Ich hab mir gedacht, dass du dir was angetan hast. Hey. Dass ich mich umbringe, oder was? Wegen den zwei Verrätern. Was könnte denn so passen? Giselle, du kommst jetzt wieder auf die Beine und dann machen wir hier Ordnung. Caro flippt aus, wenn die das sieht. Trink. Deine Schwester hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, das weißt du. Würde alles für dich tun. Glaubst du etwa, er nimmt seine Hand weg? Nee, nix da. Und Kim, sie lässt sich das einfach gefallen. Dann hast du ihr jetzt die DVD gegeben, oder nicht? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Er hatte seine Hand einen Millimeter über ihrer verbotenen Zone. Ja, aber was ist mit der DVD? Ja, die habe ich ihr natürlich nicht gegeben. Wäre ich da reingegangen, ich sage, ich hätte den aus seinen Slippern gepusht. Ich dachte, du magst ihn jetzt. Ja, gut, weil ich ihm geglaubt habe, dass er nichts von Kim will. Und jetzt denkst du, dass er doch auf sie steht. Pass mal auf.
Ich halte gleich mal meine Hand dahin, wo er seine Hand hingehalten hat. Und dann sagst du mir, was du denkst. Okay. Olli, echt. Und ich fahre auch noch auf diesen Vorstadt Casanova rein. Aber der wird jetzt ein blaues Wunder leben. Ich werde ihm schön seine Kackpräsentation versauen. Der wird sie umgucken. Also ich glaube, die Einzige, die sich umgucken wird, ist Kim, wenn dieser Mertens sie gleich am ersten Tag wieder feuert. Wieso sollte er das tun? Weil Kim für die DVD verantwortlich ist und ihm damit quasi seine Präsentation versaut hat. Kausale Zusammenhänge sind nicht so dein Ding, oder? Du hast dir keine Gedanken gemacht, was das Ganze für Kim heißt. Und erst recht nicht darüber, wie Kim reagieren wird, wenn sie erfährt, dass sie wegen deiner Eifersucht ihren Job verloren hat. Das ist total unsexy. Aber wenn du ihr die DVD jetzt doch noch vorbeibringst und damit quasi ihren Hintern rettest, dann wird sie sehr, sehr dankbar sein. Und Mertens kann ja den Buckel runterrutschen, ja klar. Ja, klappt ja doch mit der Kausalität. Ja, egal, Hauptsache es klappt mit Kim. Gut, dann pass du doch auf den Wagen auf und gleich wieder rein. Oh, du bist echt ein Kumpel, danke. Wenn ich nicht ich wäre, dann müsste ich dir jetzt echt eine reinhauen. Ich weiß, dass ich missgebaut habe. Ja, bei meiner Schwester. Und dann bist du noch nicht mal ehrlich, sondern lügst sie die ganze Zeit an. Aber ich habe wirklich nicht mit Alexa geschlafen. Das glaube ich dir sogar. Echt jetzt? Ja, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Mann, Andi, was hast du dir dabei gedacht? Ausgerechnet Alexa. Dir ist schon klar, dass sie schon mal eine Beziehung von Billa zerstört hat. Ja, aber damals hat sich Tristan auch richtig auf sie eingelassen. Du doch auch. Nein, habe ich nicht. Mann, du hast gerade gesagt, dass du mir glaubst. Ja, dass du nicht mit ihr geschlafen hast. Und du hast sie bei uns am Dachboden versteckt und das, obwohl die Polizei sie sucht. Ja, aber da ging es doch um das Geld. Das ist doch was völlig anderes. Da habe ich auch nicht gewusst, dass sie nicht an das Geld kommt. Ja, es beweist nur, wie bescheuert du bist. Und nein, es ist nichts anderes. Mann, Andi, du hast dich auf einen Deal mit Alexa eingelassen. Und dann hast du Bella die ganze Zeit belogen. Was bitte soll sie da denken? Ach, wir wissen doch alle, dass Andi die verrücktesten Sachen macht. Aber dass er sich auf sowas einlässt... Ich weiß. Er ist wirklich ein Idiot. Erst will er nichts von Alexas Versteck gewusst haben, dann das ganze Ding mit der Taschenuhr und jetzt auch noch das. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich ihm glauben soll. Ja, wie denn auch, wenn er dich ständig belügt? Was meinst du? Hat er mit ihr geschlafen? Ach, Bella, ich glaub's eigentlich nicht. Wobei, es wäre nicht das erste Mal, dass Andi seine Freundin betrügt. Ich hoffe natürlich, dass er sich geändert hat. Du glaubst es nicht. Ich weiß es nicht. So oder so, du hast ihr Vertrauen missbraucht. Ach Mann, das ist nicht fair. Nur weil dieser kleine Vampir Lügengeschichten erzählt. Aber ganz ehrlich, ihre Lügen klingen momentan ehrlicher als deine Wahrheiten. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, da kann ich ja auch nicht helfen. Wie ist gelaufen? Ah, kleine Planänderung. Okay, sorry, Fritsche. Diesmal musst du dich selbst aus dem Schlamassel holen. Hat Kim die DVD? Nope. Die haben mich ohne Einladung nicht reingelassen. Hättest du die nicht einfach abgeben können? Klar, aber was hätte es gebracht? Dass Kim die DVD hätte und ihren Job machen könnte? Ja gut, da hätte sie aber nicht gewusst, dass ich sie gerettet habe, oder? Ja, sie hat das Ding zu Hause vergessen. Wer hätte es denn sonst bringen sollen? Außerdem hättest du ihr was schreiben können. Ja. Das hätte funktioniert, aber jetzt habe ich einen besseren Plan. Aha, und was soll das werden? Wofür ist die Kohle? Das ist eigentlich ein Teil der Rate für Kyrikala. Definiere eigentlich. Ich brauch's für was Wichtigeres. Ja, das klingt ja jetzt schon wie ein gut durchdachter Plan. Du hast doch selbst gesagt, dass Eifersucht unsexy ist, oder? Ja. Also bringe ich hier nicht nur die DVD vorbei und rette ihren süßen Arsch. Nein, ich habe noch einen James-Bond-Reifen-Auftritt. Danke fürs Aussehen. Wie soll ich jetzt noch... Die haben sie doch beide nicht mehr alle.